Hi Leute, herzlich willkommen zu einem Video, zu einem neuen Unboxing. Heute habe ich hier einen kleinen Handstaubsauger vom Hersteller AF Best und den möchte ich gerne mit euch zusammen hier mal auspacken und lass mal von uns mal überraschen, was wir hier alles so drinnen finden. So schaut das Gerät hier aus und machen wir das einfach mal zusammen auf. So, einmal haben wir hier gleich eine Karte, die uns begrüßt und dankt, dass wir das Produkt gekauft haben. Und hier haben wir dann nochmal eine Bedienungsanleitung. Schauen wir, ob auch Deutsch mit drin ist. Hier werden noch die einzelnen Elemente beschrieben. Ist auf jeden Fall alles nur in Englisch. Deutsch haben wir nicht dabei. Ich denke mal, das hoppala, dürfte nicht allzu schwer sein, das Ganze hier auch zu verstehen. Hier haben wir ein Micro-USB-Ladekabel, wahrscheinlich für den Staubsauger, klar, nicht fürs Handy, obwohl ihr den auch fürs Handy dann nutzen könnt. Hier haben wir dann einen kleinen Aufsatz. Hier einen weiteren mit einem etwas schmaleren Zugang, sage ich mal, in Ecken dann zu kommen. Auf die Seite. Dann haben wir hier ein kleines Bürstchen. Fühlt sich auf jeden Fall weich an. Ich denke mal, damit kratzt man keine oberflächenempfindliche. Und auf jeden Fall praktisch. Jetzt kommen wir zum Gerät selber. Das ist das Gerät. Holen wir das mal einfach sehr gut raus. Und ich schaue noch mal ganz kurz, nicht, dass sich da noch was drin versteckt. So, dann können wir das Ganze mal noch mal zur Seite legen. Also das ist unser Zeug, was wir hier alles dazu bekommen. Hier noch mal die Bedienungsanleitung und hier noch mal der Staubsauger. Wie wir sehen können, ist das hier ein Staubsauger ohne Beutel, also ein beutelloser Staubsauger, den ihr immer wieder ausleeren könnt. Hier unten haben wir noch einen Filter, der den ganzen Staub weghält vom Motor und so. Und dann kann man den natürlich ausleeren und wieder weiterverwenden. Ich schätze mal, dass dieser Knopf hier zum Öffnen ist. Machen wir mal zusammen. Jawohl. Da kann man das Ganze hier abnehmen. Ihr seht. Und ich denke einfach mal, dass das hier auch nochmal die Filter sind. Genau, die könnt ihr dann auspusten. Und hier haben wir die Saugöffnung, die durch hier so eine Gummiklappe, die immer zurückgeht, dann wieder gestoppt wird, dass der Dreck nicht wieder herausfällt. Schauen wir, ob ich das wieder so hinkriege, wie es war. So. Und das Ganze war dann so drin. So schaut das aus. Dann schließen wir einfach mal hier ein Ding an, nehmen wir den hier und stecken das Ganze mal hier rein. So, ich hoffe, das Gerät ist geladen. Hier haben wir dann den Anschluss für unseren Micro-USB-Kabel. Damit können wir das Ganze dann hier aufladen. Was haben wir hier? Okay, wir haben auf jeden Fall ein CE-Prüfzeichen, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und hier haben wir dann unseren Ein- und Ausschalter. Oh, ich glaube, ist fast leer. Weil er von grün gleich auf rot steigt und ihr hört es auch, ja, super. Leider wird das jetzt hier mit der Stärke, euch diese zu demonstrieren, nichts aus. Ich probiere mal das Ganze hier in der Powerbank anzuschließen. Einen Moment. Ich glaube fast nicht, dass es was bringt, dass das damit funktioniert. Aber ein Versuch ist es ja wert. Und das möchte ich auf jeden Fall jetzt hier versuchen. Das Ganze schließen wir hier nochmal an. Hier unten. So rum. Okay, er wird hier auch geladen. Ihr seht, es blinkt. Nee, bringt also gar nichts. Das Ganze muss erst einmal aufgeladen werden. Das werde ich dann auch machen. Und dann in einem zweiten Video, das ich hier noch dran knüpfe, testen wir dann mal hier, wie saugstark das ganze Gerät ist. Bis später. So, der Akku-Staubsauger ist jetzt endlich aufgeladen. Nachdem er komplett aufgeladen ist, leuchtet das Lämpchen hier grün, bis er aufgeladen wird. Oder während des Ladens leuchtet er rot oder blinkt, eher gesagt. Und wie gesagt, sobald er auf grün schaltet, ist das Ganze hier aufgeladen. Und hier haben wir dann diesen Ein- und Ausschalter. Eigentlich ist es ein Schalter, den man auch ständig gedrückt halten muss, wenn man das Ganze hier bedient. Also er bleibt nicht
wenn man drückt an. Ihr seht hier auch nochmal die grüne LED, die zeigt, dass hier voll Power ist. Das war ja vorhin anders, da haben wir das rote Lämpchen gehabt. So laut ist das Ganze. Und ich habe hier auch schon ein paar Krümel vorbereitet, die ihr sehen könnt. Und die saugen wir jetzt einfach mal hier mit dem Gerät auf, probieren es zumindest. Und so fühlt es sich auf jeden Fall recht gut an. Probieren wir es einfach mal. Das hat auf jeden Fall schon mal gut geklappt. Der ganze Dreck kommt dann hier rein. Ihr seht es hier. Ist alles hier drin. Und wie gesagt, das ist super praktisch. Ihr könnt es dann einfach ausleeren, indem ihr das einfach hier aufmacht. Und hier bin ich. Okay. Ja, und dann nimmt ihr das Ganze hier raus. Und zack. Schon wieder der ganze Dreck draußen. Natürlich solltet ihr das dann in einem Mülleimer ausleeren und nicht so wie ich jetzt hier wieder auf dem Tisch. Aber macht ja nichts, das saugen wir gleich wieder auf. So, alles wieder fest. Ging richtig flott, also es ist auf jeden Fall handlich. Wiegt auch ein bisschen was, jetzt nicht allzu schwer, aber für das gelegentliche und schnelle Saugen von Krümeln und so weiter ist es auf jeden Fall ein praktischer Helfer. Und wir haben hier einen 3000 mAh Akku, der soll bis zu 30 Minuten durchhalten. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal, 20 Minuten wird er schon schaffen, denn bei 3000 mAh sollte das auf jeden Fall drin sein. Ja, das war es auch eigentlich schon vom Handstaubsauger von Hersteller AF Best. Und ich sage als Fazit auf jeden Fall, dass er nicht schlecht ist. Man kann dann mit ihnen auf jeden Fall schnell und zügig mal Krümel irgendwo wegsaugen, falls mal nötig. Und auch hier vom Zubehör her habt ihr hier, wie gesagt, noch verschiedene Adapter. Hier mit dem könnt ihr so einen Fugensauger könnt ihr auf jeden Fall in Ecken, wo ihr schwer rankommt, rumsaugen. Und hier nochmal so ein schonender Aufsatz, damit ihr zum Beispiel einen Tisch oder sonst irgendwas oder Kommoden auf jeden Fall nicht zerkratzt. Ja, danke nochmal fürs Zusehen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.